Hallo Mora-Freunde und damit recht herzlich willkommen zurück zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wie immer der Steven, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr seht, heute geht es mal um einen Wunsch, den ein Zuschauer geäußert hatte, dass ich nicht einmal zeigen kann, wie so ein Modul geplant wird und wie so ein Modul dann auch hergestellt wird. Weil ich zeige euch ja immer nur die fertigen Module, wie ich dann drauf baue. Der junge Mann wünschte sich aber, dass ich mal zeige, wie so ein Modul gebaut wird. Deswegen kurz mal die Erklärung. Ich möchte ja jetzt eine LPG fortsetzen. Dementsprechend zeichne ich jetzt einfach mal hier das Modul auf. Das ist jetzt einfach hier. Das Maßstab ist natürlich jetzt nicht ganz richtig. 100 cm mal 50 cm ist das ganze Modul. Jetzt machen wir einen anderen Stift hier. Genau, dann brauchen wir natürlich noch die unteren Teile. Also das Modul liegt jetzt einmal auf der Seite sozusagen, ne? So. Ich habe mich einmal dafür entschieden, die Module 10 cm hoch zu machen. Deswegen haben wir jetzt hier einfach mal die Zähne und dementsprechend muss das Ganze natürlich dann jetzt hier auch 100 lang sein und breit eigentlich 50. Man darf aber nicht vergessen, dieses Holz hat auch eine gewisse Stärke. Bei mir ist das jetzt 1 cm Stärke, deswegen macht sich das ganz gut. Also müssen die Seitenteile 48 sein. So, wie sieht das Ganze dann im Detail aus? Wir haben dann ein großes Brett von 50 mal 100 und zwei kleine, zweimal von 50 mal 100 und die Seitenteile sind 10. mal 100. Entschuldigung. Und das ist 10 mal 48 cm. Das ist das ganz einfache Prinzip. Ihr macht euch immer bitte erst mal grob im Plan, was ihr überhaupt machen wollt. Ganz klar, ne? Und wie es aussehen soll, habe ich hier auch schon gemacht. Dazu aber später noch mal mehr. Das waren nur wilde Skizzen von mir, einfach mal, um ich eine Vorstellung habe, wie ich was setzen möchte. Das muss man dann natürlich im Maßstab nochmal genau ausrechnen, wenn man die Häuser hat und so weiter und so fort, beziehungsweise wenn man es plant, aber das kommt dann später. Genau, das heißt, wir brauchen jetzt ein großes Brett für die Grundplatte und vier Seitenteile. Dann kommen noch dazu die Verbindungspfosten, die immer in die Ecken kommen sozusagen da. 4 mal 1,8 sind die, mal 7 habe ich die, glaube ich, immer gemacht. Irgendwie so eine Art. Das, je nachdem wie hoch das da ist, sollte man halt unten ein Stück frei haben und dann das Ganze so, dass es auf allen Seiten dann verschraubt werden kann. Von hier und von der Seite dann sozusagen. Das war's ganz. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf dem Holz und danach kommen wir dann zum Zuschnitt. So, bitte nicht wundern, es ist ein bisschen mit Weitwinkel aufgenommen, damit man einfach sich das besser zeigen kann. Also ihr seht, die Platte ist 60 x 1,20. Wähle ich immer mit Absicht so, damit ich es noch in mein Auto kriege. Ich habe nur ein Alto, beziehungsweise auch eigentlich in Chevrolet Orlando. Aber da sitzt ja mein Kind auch noch drin. Deswegen ist da nicht ganz so viel Platz. Deswegen nehme ich immer nur die kleinen Platten. Für mich auch völlig ausreichend, weil ich die eh dann komplett zerstückel. Da ist das egal. Also, Problem hierbei ist jetzt natürlich, wenn das Modul so groß ist, fast wie die Platte, dass man mehrere Platten braucht. Ich habe es aufgezeichnet. Das große Quadrat hier ist die 1, ist klar. Die 2
Also ich habe, es ist, glaube ich, hier anders beschriftet, ist egal. Das ist 10 mal Meter, das ist 50 mal Meter. Das sind die beiden Seitenteile, die sind 48 mal 10, genau, weil ja die Platte in Zentimeter dick ist und das muss man natürlich noch abziehen. Sonst hat man rechts und links was überstehen. Und dann gibt es noch eine zweite Platte, die ist dann hier. Bitte nicht wundern, in dem gleichen Atemzug habe ich gleich das nächste Modul schon mit geplant. Das sieht dann so aus. Und hier ist dann sozusagen Teil 5 noch mit drauf. Einmal wieder 10 mal 1 Meter. Das ist ein Modul 50 mal 50 für die Kurve. Das sind dann die einzelnen Teile dazu. Hier 48, 48 und 2 mal 50, damit es passt. Und das Ganze wird dann noch mit Kanthölzern verschraubt. Die habe ich einmal hier. Die sind noch von der alten Anlage übrig. Das sind einfach ganz normale Holzlatten. Das sind das Fichte. Ins Komma 8 Zentimeter mal 4 oder mal 3 oder so. Spielt eigentlich keine Rolle. Man muss sie halt nur dann so zurechtschneiden, dass sie hier dazwischen passen. Der Zuschnitt ist nun erfolgt, das konnte ich euch leider nicht zeigen, da mein Schwiegereltern plötzlich da aufgrund der Witterungsverhältnisse alles sehr begrenzt war. Und ich mein Handy da leider auch jetzt auch nie versauen will, wegen den ganzen feinen Spänen. Deswegen jetzt einmal so. Aber ich denke, wie man eine Holzplatte sägt, das kann man euch sowieso schwer. Also das kann man, braucht man eigentlich nie erklären. Ich denke, jeder sollte wissen, wie man mit einer Säge umgeht. So, das sind jetzt die 5 Teile. Die werden dann übereinander zusammengesteckt. Und wie gesagt, mit den Holzkanten verschraubt. Und dann ist das Modul eigentlich auch schon fertig. Das zeige ich euch jetzt nochmal kurz gleich, wie es im Gesamten aussieht. Und dann geht es an die Gestaltung. So sieht das Ganze dann jetzt fertig aus. Wie gesagt, das wird noch verschraubt an den Ecken jeweils. Und mit Holzleim wird auch eine Linie gezogen, damit auch die kleinsten Stellen sozusagen fixiert sind. Gerade hier in den Bereichen ist es dann doch immer sehr locker. Deswegen Bahnholzleim ringsherum, dann kann da nichts mehr wackeln. Nun zum nächsten Schritt. Das ganze Modul ist fertig verschraubt. Man kann es erkennen, hier und da muss noch ein bisschen geschliffen werden. Das mache ich dann alles mal in Ruhe. Jetzt geht es erstmal grundsätzlich an die Planung von dem Ganzen. Dafür komme ich mal hier nach vorn. Wir haben hier drüben ja schon, man kann es knapp erkennen. So, ist vielleicht besser. Ja. Den Kuhstall und die Güllepumpe. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwo noch ein Güllebecken. Hier zum Beispiel. Dann gibt es hier diese Gehwegplatten, die wir schon hier verwendet haben. Dann möchte ich den Weg natürlich so gut wie es geht weiterführen. Ihr erinnert euch am Anfang, wir hatten einen groben Plan gemacht, wie das Ganze aussehen könnte. Ist natürlich nur eine grobe Skizze. Wenn man das dann alles so parat hat, ist dann natürlich die große Frage, passt das alles so und so weiter und so fort. Deswegen habe ich hier dann schon mal weitergemacht und Unterstände gebaut. Wo habe ich denn die Verpackung? Hier. Von Busch. Artikelnummer 1418. Ist einfach nur ein Fahrzeugunterstand. Da ja die Schauseite auf der anderen Seite ist, müssen wir natürlich jetzt andersrum hinstellen. Ist ja klar, ne? Dann war das mein Plan, das hier so schräg hinzustellen, dass diese Gehwegplatten sozusagen an der Anlage dran sind, also an dem Schuppen dran sind. Da kann dann zum Beispiel hier so ein Anhänger mit Stroh rein.
für die Kühe zum Beispiel, ein Traktor, ein Güllefass, irgendwie sowas. In der Art wird dann schon noch kommen. Und dann habe ich hier, gerade frisch gebaut und eigentlich noch gar nicht fertig, die LPG-Werkstatt. Artikelnummer 1411. Die ist noch nicht trocken, deswegen stelle ich die jetzt erstmal nur so hin. Die soll dann hier so hin. Und kleinen Moment, wir wechseln mal kurz die Perspektive. Ich habe mich jetzt entschlossen, das mal in bewegten Bildern zu machen. Lässt sich wahrscheinlich am besten zeigen. Also wie gesagt, hier vorn. So, das sollte bis ran. Mit ein bisschen Abstand natürlich. Und dann hier vorn das so. Das heißt auf gut Deutsch, wenn denn der Zuschauer von hier vorne schaut, sieht er das dann. Hier bin ich natürlich mir nicht sicher, ob hier nicht so viele Gebäude nebeneinander stehen, wegen dem Abstand. Aber da mache ich mir eigentlich weniger Gedanken, ehrlich gesagt, darüber. Beziehungsweise mache ich mir dann Gedanken darüber, wenn es soweit ist, weil eigentlich in echt wurde auch alles nebeneinander geknallt, damit so wenig wie möglich Platz verschwendet wird. Nichtsdestotrotz muss natürlich dann jetzt weitergehen in der Planung. Theoretisch könnte man das hier so lassen. Gehwegplatten brauche ich natürlich noch ein paar, die muss ich dann halt nochmal eine Packung kaufen. Das geht nicht anders. Und dann könnte man sozusagen, meine Idee wäre hier einen Weg reinzuziehen bis zum Ende und dann hier bis zur Werkstatt und dann sozusagen in großen Betonplatz nochmal, entweder auch aus Platten oder mit Gips, bin mir noch nie ganz sicher. Ich könnte theoretisch auch alles mit Gips jetzt auslegen, würde auch gehen, würde aber, denke ich, ein bisschen das ganze Muster mit den Platten hier so zerstören. Muss ich mir noch überlegen. In der Theorie könnte ich auch die Platten auslaufen lassen, einfach in der Betonfläche machen, dann hat man halt dort damals einfach nur Beton hingegossen. Gibt es zuhauf, überall. Also da braucht man sich nicht viel, braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen. So, gibt es zuhauf, dass dort einfach Bodenplatten gegossen wurden, die dann umfunktioniert wurden, Häuser wurden abgerissen, irgendwie sowas. In der Art. Gut, das zur Planung. Jetzt muss das Ganze natürlich erstmal grundiert werden. Das bleibt nicht aus. Ich werde jetzt erstmal nur den Teil grundieren, der auch dann gestaltet werden soll, weil hier vorne bezüglich Gleise und dem weiteren Verlauf bin ich noch nicht sicher, wie was hinkommt. Dann grundiere ich immer alles und dann brauche ich es eigentlich zum Beispiel in einer ganz anderen Farbe oder da kommt was ganz anderes hin, was man dann gar nicht sieht, dann wäre es eigentlich ein bisschen schade. Deswegen grundiere ich jetzt erstmal nur hier dieses Stück. Das zeichne ich mir dann gleich an mit einem Bleistift oder mit was auch immer. Und dann sehen wir weiter. So, grundiert ist jetzt, ist noch nicht ganz trocken, macht aber nichts. Ich möchte jetzt gerne mit dem Weg weitermachen. Dazu ein bisschen Holzleim auf die Gehwegplatte. So, schon völlig ausreichend. Dann so gut wie es geht bündig aufkleben. Wenn es nicht ganz gerade ist, auch nicht schlimm. Denkt immer dran, gerade was hier so DDR-Style, da war sowieso nie so gerade. Also, da war das eh nicht so, wie soll ich es denn sagen? Da wurde nicht so genau hingeschaut. So. Kann die Platte natürlich immer mit ein bisschen Lücke verkleben. Ansonsten gibt es nichts zu beachten. Ich würde sagen, wir machen mit dem Zeitraffer weiter. Die ersten Gehwegplatten und der Unterstand stehen jetzt nun schon an der finalen Stelle. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein paar
Gehwegplatten besorgen und dann geht's weiter. Das soll es dann aber nun für heute erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Ausgestaltung von dem ganzen Modul. Viele Sachen habe ich schon bestellt. Dort natürlich ist der Hersteller liefert. Und ansonsten, ja, Gehwegplatten kommen die Tage. Dann geht es weiter. Und seid auf jeden Fall auch gespannt, was dann auf dem restlichen Modul passiert. Denn das wird modellbauerisch ein bisschen anspruchsvoller. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut, euer Steven und tschüss.